Guten Morgen, mein Lieber, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Schon lange, lange her und ich dachte, ich mache mal wieder einen kleinen Vlog für euch. Ich wollte euch heute mitnehmen durch unseren Alltag als Schwangere mit Kleinkind in der Corona-Zeit, was man da so macht. Das heißt auch meine ganzen Jobs, die ich jeden Tag erledige, einfach alles. Wie hat gerade hier ihren Bären? Und genau, wir sind jetzt gerade aufgestanden vor einer halben Stunde ungefähr und ich habe mich jetzt schon fertig gemacht. Und jetzt ist die Kleine noch dran. Die muss jetzt fertig gemacht werden. Neue Windel und einmal alles. Haare gekämmt haben wir schon. Und genau, dann geht's los. So, hier ist die Maus. Die kriegt jetzt eine neue Windel. Ne, Schatz? Die neue Windel kriegst du jetzt. Zack! Mama? Was denn schon? Mama, ein Bär. Hast du ein Bär auf dem Arm? Oh, danke. Du kannst gleich am Abend, wir wollen dich erstmal anziehen. Wollen wir bitte die Hose hier heute? Nein. Nein? Doch, die ziehen wir heute mal an, ne? Die ist hübsch. Zack. Tutu. 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 Gleich darfst du auf dem Arm jetzt warten. Wir müssen dir noch einen Pullover anziehen. Guck mal, ist da. Was ist da? Ja, Opa. Schauen wir mal, was dazu passt zu dem Outfit. Hey, pass auf. Ich glaube, der hier passt ganz gut. Liadin? Ja, okay. So, die Kleine ist fertig. Spielt jetzt hier gerade mit dem Mobile. Ich kann nochmal ihre Haare kämmen. Jetzt sieht das wieder ganz strubbelig aus. Wollen wir das Essen gehen? Ja. Ja, okay, dann los. Lass es los, bitte. Tada. So, bevor wir jetzt runtergehen, muss ich noch einmal meine Tablette nehmen. Dann nehme ich ja mein Schilddrüsenhormon. Ganz wichtig, eine halbe Stunde vorm Essen. Das heißt, das muss ich jetzt so schnell machen. In der Zeit mache ich für die Kleine schon ein Frühstück. Das machen wir meistens immer so, damit sie dann schon mal fertig ist, weil sie hat morgens immer so Riesenhunger. Und ich muss heute auf jeden Fall auch noch unser Bett ab, beziehungsweise habe ich das auch noch nicht gemacht. Das soll heute nämlich komplett abgezogen werden und dann mache ich das dann auch direkt in die Waschmaschine. Jetzt habe ich erstmal hier meine Tablette. Kann ich euch gleich auch nochmal meinen Babybauch zeigen. Und hier ist mein Babybauch. Kleiner, feiner Babybauch. Morgen 16. Woche. Also wenn ihr das Video seht, 16. Woche. Und mir geht es eigentlich auch recht gut in dieser Schwangerschaft. Ich habe nur wieder extrem Kreislauf über Lia. Jetzt zum Beispiel, also wenn ich lange stehe, muss ich mich schon langsam ein bisschen festhalten. und sehr, sehr oft Unterleibsschmerzen. Oh, hast du deinen Turm wiedergebracht? Wollen wir den mal zeigen? Okay, zeigen wir mal ihren Turm. Das hier ist nämlich ihr neues Spielzeug. Das hat sie gerade ganz fleißig alleine nach oben gebracht. So ein Klangturm. Lia, probierst du mal aus? Zeig mal, wie das geht. Das sind so kleine Glaskugeln dabei. Da muss man echt aufpassen, nicht, dass die Kleinen die verschlucken. Jetzt mach mal da rein, Schatz. Boah. Toll! Ich verlinke euch den mal in der Infobox. Ich hätte nie gedacht, dass Lia das so toll findet, aber die ist seit gestern Abend, seitdem er mit der Post gekommen ist, absolut begeistert. Ich finde die Größe auch perfekt und ich finde es einfach super. Preis-Leistung finde ich auch total toll. Also wie gesagt, ich verlinke es euch in der Infobox. Dann könnt ihr da mal schauen. Wir haben da auch noch andere Sachen von dem Shop. Die zeige ich euch gleich sonst noch mal schnell. Oh, probierst du das noch mal, Hase? Zeig noch mal, wie das geht. Dankeschön. Zeigst du noch mal? Stell dir mal wieder hinten hier. So. Zeig noch mal, wie das geht. Ja, zeig noch mal. Mit alle zusammen. Das hat der Papa gestern auch die ganze Zeit gemacht. Ja, ne? Der hat immer alle drei auf einmal, so schnell wie möglich. Also der ist auch davon begeistert. Der hätte jetzt am liebsten ein 2 Meter Stück. Also diese Klangtürme gibt es ja auch noch in größer. Dieser ist ja jetzt recht klein. Ja, ne? Also wie gesagt, absolute Empfehlung. Lia ist seit gestern Abend nur damit am Spielen. Und liebt das Teil. Genau, und ich zeige euch dann gleich noch die anderen Sachen, die wir auch in den Shop bestellt haben. Und dann muss ich hier wirklich gleich mal das Bett machen. Heute ist ja schon wieder Freitag, das heißt schon wieder Wochenende.
Ja, so, und jetzt muss ich mich auch gleich sputen, weil ich habe gleich noch ein wichtiges Telefonat. Das ist zwecks einer Kooperation. Da muss ich dann nochmal telefonieren. Und genau, das muss ich jetzt gleich machen. Da habe ich gleich einen Termin. Und danach muss ich auch schon meinen Bruder von der Schule abholen. Das passt ganz gut. Wo ist die andere denn? Da sind eigentlich immer drei drin, ne? Ja, da hol die mal schnell noch. Lia ist so schlau. Super, drei, ne? Sind das drei jetzt? Zähl mal eins, zwei, drei. Kann jetzt schon bis vier zählen. Vorsichtig. Meine süße Maus. Ja, so, jetzt geht's aber erstmal frühstücken. Das hier ist Lias Frühstück. Sie wollte heute unbedingt Toast, sonst kriegt sie immer Vollkornbrot. Mit Kochschinken, ein paar Weintrauben, ein bisschen Gurke. Mal gucken, was sie davon isst. Die andere Hälfte vom Toast isst sie gerade schon so. Aber genau, das gebe ich ihr jetzt. So, die Maus sitzen hier immer in ihrem Nomi-Stuhl. Und dann kann sie hier immer essen. Der ist noch ein bisschen dreckig gestern vom Waffelessen. Aber ist ja nicht schlimm. Genau, dann wird es erstmal gegessen. Und ich wollte euch ja noch ganz, ganz kurz zeigen, was alles noch in dem Paket war. Bei dem Klangturm, was wir bestellt haben. Und zwar einmal richtig große XL-Spucktücher bzw. Einpucktücher. Ich möchte dieses Mal viel, viel mehr pucken. Und dementsprechend habe ich mich hier von Lessig für zwei XXL-Tücher entschieden. Ich fand die so süß hier mit dem Wal und hier mit den Punkten. Wir wissen ja noch nicht genau, was es wird. Das finde ich ja ziemlich neutral und ich finde das so süß. Wal und so ist ja sowieso mein Ding. Genau, und die sind, wie gesagt, hier einmal zum Pucken oder einfach als Wickelunterlage, als Stilltuch für den Kinderwagen, als Decke. Also Spucktücher sind ja mega praktisch. Wir brauchen da gar nicht so viele, weil ich noch fast alle von Lia habe. Aber wie gesagt, ich wollte hier einmal zwei große haben, damit wir, wie gesagt, noch ein bisschen pucken können. Dann wollte ich bereits bei Lia unbedingt dieses Spielzeug hier haben. Ich finde das so süß und das ist aus komplett Silikon. Hier und hier in der Mitte ist es hohl. Da können die Kinder richtig schön drauf rumbeißen und damit spielen. Und da habe ich mich hier, wie gesagt, für diese Biene entschieden. Ich finde die einfach so schön. Die gibt es auch noch in dunkelblau. Ich fand jetzt aber hier die Biene ganz besonders süß. Und dann habe ich mich auch hier noch, es lag auch noch mit im Paket, für so eine Holzschnullerkette. Auch richtig schön. Ich liebe ja so Natursachen, da bin ich ja voll dabei. Und da wir noch nicht wissen, was es wird, sehr, sehr praktisch. Mal gucken, ob das nächste Baby einen Schnuller nimmt. Lia war da ja leider nicht so. Deswegen haben wir da auch noch alle Schnullerketten und alle Schnuller fast original verpackt von Lia. Ich verlinke euch den Shop, wie gesagt, in der Infobox. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen und vor allem total schön als Geschenk, wenn man noch ein Geschenk sucht. Und ja, Spucktücher, wie gesagt. Ich bin absoluter Fan. Ich finde die so süß mit diesem Wal, wie gesagt. Genau, also falls ihr da noch was sucht, ein Geschenk oder ähnliches, könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. So, und ich warte jetzt eigentlich nur noch auf den Anruf wegen der Kooperation, dass ich das dann auch noch abgehakt habe. Wir haben hier hinten übrigens jetzt einen neuen Schrank aufgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da habe ich jetzt meinen ganzen Stoff gelagert, der eigentlich hier immer auf dem Tisch stand. Das hat mich so genervt. Deswegen habe ich da hinten jetzt einen Schrank mit zwei Kisten oben drüber. Das ist dann nur für meinen Online-Shop. Falls ihr es noch nicht wisst, ich habe einen Online-Shop mit handgenähten Kindersachen, Babysachen. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Den verlinke ich euch auch in der Infobox. Wir heißen Fadenmagie. Oder ich heiße Fadenmagie. Und alle Sachen sind selbstgenäht von mir und sind auch meistens Einzelstücke. Das heißt, es gibt sie nur ein- oder zweimal. Und vor mir wartet auch ein Riesenhaufen, der jetzt Sonntag in den Shop wandert, denn jeden Sonntag ist bei mir Shop-Auffüllung, das heißt, jeden Sonntag gibt es neue Sachen. Hier ist der Riesenstapel, den ich jetzt die letzte Woche genäht habe. Also super viele schöne Sachen, die da jetzt auf euch warten und von euch gekauft werden möchten und eure Kinder glücklich machen wollen. So, und ich mache hier mal jetzt die Jalousie auf, damit wir mal ein bisschen was sehen hier, wenn ein bisschen Licht reinkommt. Schnee ist leider komplett weg bei euch auch. In der Zeit, wo ich jetzt auf den Anruf warte, werde ich mal hier die zweite Ladung Stoffeln aufhängen. Die habe ich gestern total vergessen. Die erste Ladung hing, aber ich habe direkt nochmal eine zweite gewaschen, weil ich einfach so viele Stoffeln noch übrig hatte. Und genau, die werde ich jetzt einmal aufhängen. Und hier nebenan steht auch schon so eine Babyschaukel. Die habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt. Genau, richtig schön. Die ist von Baby Move.
Freue ich mich auch, wenn wir die benutzen können. Die macht auch Musik oder Naturgeräusche total toll. Und hier oben hat die so Spielzeug. Genau. Mal schauen, wie die ist. Lia ist immer nur am Anmachen, damit die Musik läuft. Also ich habe schon den Stecker gezogen. So, jetzt aber erstmal hier die Stoffbindeln. Telefonat ist beendet. Lia hat gefrühstückt, ich noch nicht, einfach weil ich ja irgendwie noch nicht weiß was. Ich bin im Moment sehr unentschlossen, was Essen angeht. Genau, wir werden jetzt aber erstmal das Bett hier abbeziehen, damit ich das in die Waschmaschine werfen kann. Also nicht das Bett, sondern die Bettwäsche. Und ich muss mich ganz schön oft hinsetzen heute. Ich habe ganz schön mit dem Kreislauf zu kämpfen. Ich habe gerade schon so ein Eisengetränk getrunken und ich hoffe, das wird jetzt besser, aber... Oh, also heute ist wirklich schlimm. Ich muss meinen Bruder übrigens nicht mehr abholen. Mama! Ja, mein Schatz? Heia! Heia, willst du machen? Nein, du Spinner. Ich muss meinen Bruder nicht mehr abholen. Der ist nämlich krank und ist dementsprechend etwas früher von der Schule gekommen. Und da hat mein Vater ihn noch schnell abholen können. Und genau, das heißt, das muss ich nicht mehr machen. Ich wollte eigentlich noch einkaufen gehen. Aber jetzt, wo der Kreislauf so schlimm ist, überlege ich mir das lieber nochmal. Weil ich weiß ja, wie das bei Lia damals in der Schwangerschaft war. Das war ja Horror. Und genau, deswegen werde ich jetzt mir ganz in Ruhe das Bett abziehen. Und dann werde ich mich an ein paar Fotos machen für Instagram. Ich habe da noch ein paar Ideen, die ich heute umsetzen wollte. Und ich muss auch noch das Wochenbild von der 15. Woche machen. Ja, mein Schatz? Ja, nein, wir wollen jetzt kein Haie machen. Genau, denn morgen starten wir schon in die 16. Woche und da wollte ich gerne noch das 15. Wochenbild machen. Jetzt am letzten Tag. Ja, besser spät als nie. Machen wir das doch mal schnell. Genau, jetzt aber erstmal, wie gesagt, das Bett. Hier wollte ich nämlich nachher auch noch ein Foto machen. Genau, da passt die weiße Bettwäsche, die ich gleich raufziehe, ganz gut. Tada! Schon fertig. Richtig schön aus. Ich habe noch unsere Tagesdecke draufgelegt. Und jetzt werde ich allgemein hier das Schlafzimmer mal aufräumen, Wäsche runterbringen, Wäsche waschen. Und dann geht's weiter. Mal gucken. Ich denke, ich werde dann endlich mal was frühstücken und dann mir langsam schon einen Kopf machen wegen Mittagessen und mich dann an die Nähmaschine setzen. Aber jetzt werde ich erstmal ein Foto machen, was ich unbedingt machen wollte. Passt nämlich gerade das schön gemachte Bett dazu. Da habe ich nämlich eine Idee, wie gesagt. So, mein Lieben, ich glaube, ihr seht, ich bin ein bisschen geschminkt. Das habe ich für die Fotos gemacht. Und ich habe gerade bestimmt eine Stunde lang TikToks gemacht. Schrecklich, man kann sich da so festfahren, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt so ein paar Fotos und ein paar TikToks im Kasten für euch. Genau, da nehme ich mir immer einen Tag in der Woche. Oder mal zwei oder mal drei Tage in der Woche, wo man dann so ein bisschen was macht. Und jetzt habe ich das... auch abgearbeitet. Jetzt hat die Kleine ganz doll Hunger, ne? Hast du Hunger? Ja. Deswegen werde ich jetzt ganz, ganz schnell was zu essen machen. Und immer der Klangturm hier. Ja, super. Toll, Schatz. Und nochmal? Eine Kugel ist gerade übrigens unterm Sofa gelandet. So schnell geht das. Super. So, wir essen heute Nudeln mit dieser Fertigsoße hier. Bitte verurteilt mich nicht, aber ich wollte die unbedingt mal probieren. Hallo. Genau, deswegen habe ich die mitgenommen von Rewe. Ganz einfach mit Nudeln, geht schnell, super einfach. So, das Essen kocht und danach muss ich auf jeden Fall die Küche machen nach dem Essen. Ich habe jetzt gerade schon mal so ein bisschen was weggeräumt, aber ich hasse die Geschirrmaschine ein- und ausräumen. Also einräumen geht noch, ausräumen ist schlimm. Das gebe ich gerne an den Felix weiter. Ja, aber ich glaube, ich muss das gleich mal selber machen, weil da stapelt sich schon wieder das Geschirr von gestern. Und wir lassen die Geschirrmaschine meistens immer über Nacht laufen. Und genau deswegen, von gestern Abend sind dann noch das Geschirr übrig.
Muss ich jetzt auch gleich noch schnell wegräumen, wie gesagt. Und dann allgemein wollte ich hier nochmal schnell durchwischen. Kann ich euch auch nochmal neu, unseren neuen Saugwischer zeigen. Ein mega geiles Gerät. Genau, und dann wie gesagt, nach dem Essen mache ich dann hier die Küche. Gleich jetzt aber erstmal essen, dann machen wir immer eine kleine Mittagspause, so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Weil ich durch die Schwangerschaft jetzt immer nur portionsweise essen kann. Und genau, sonst mein Bauch ist einfach so schnell voll, also mein Magen. Und deswegen muss ich immer in kleinen Etappen essen. Und deswegen brauche ich immer ein bisschen länger. Genau. Und danach ist mein Bauch so voll, dass ich da erstmal kurz abschalten muss. Und jetzt merke ich auch schon wieder meinen Kreislauf. Ich könnte durchdrehen heute, ne? Das muss ich auf jeden Fall ansprechen am nächsten Frauenarzttermin. Da nehme ich euch dann auch nochmal mit wieder. Oh Gott, oh Gott. Das ist echt übel, ey. Ich wusste ganz genau, das war die einzige Angst, die ich vor der nächsten Schwangerschaft hatte, diese blöde Übelkeit. Genau, und dann wollte ich mit Muckmaus nachher vielleicht noch einen Kuchen backen. Ein Nusskuchen. So, meine Lieben, Mittagspause ist vorbei. Ich hatte eben beim Essen einen kleinen Kreislaufzusammenbruch. Also es ging mir echt richtig schlecht, dass ich mich echt kurz hinlegen musste. Jetzt ist es aber wieder besser. Und genau, ich wollte jetzt ganz spontan zu Butni fahren. Ich habe nämlich solche Gutscheine bekommen, weil ich mich dort angemeldet habe als Schwangere. Und da ich das nicht gebrauchen kann, also weder die Windeln, die es hier gerade gibt, noch die Feuchttücher oder ähnliches, das sind wirklich hier so ganz, ganz viele. Ja, wollte ich gerne meine Schwester damit überraschen und ihren kleinen Sohn. Meine Schwester freut sich immer über solche Sachen, das weiß ich ganz genau, weil es jetzt einfach in Corona-Zeiten auch finanziell einfach bei jedem, glaube ich, ein bisschen enger aussieht. Und genau, deswegen dachte ich, bevor ich das jetzt verfallen lasse hier nächsten Monat, ja, besorge ich da meiner kleinen Schwester ein bisschen was und ihrem Sohn. Und deswegen fahren wir jetzt ganz spontan zu Butni. Ich habe sowieso Lust rauszugehen, weil wir haben traumhaftes Wetter. Ich glaube, ich gehe dann mit der Kleinen auch gleich nochmal ein bisschen spazieren, weil es wirklich total schön ist draußen. Wir haben richtig Sonnenschein, blauen Himmel und ja, das Mitte Februar. Ich bin begeistert. Genau. Und deswegen wollte ich euch jetzt mitnehmen. Wir fahren jetzt also kurz zu Butni. Das ist ein bisschen weiter von uns weg. Also wir müssen dafür in die nächste größte Stadt fahren. Aber das ist nicht schlimm. Ich wollte sowieso hin, weil es da für die Schwangeren auch immer diese Boxen gibt, diese Vorfreude-Boxen. Und die habe ich auch noch nicht abgeholt. Die wollte ich jetzt auch noch abholen. Die ist dann für mich. Und den Rest, wie gesagt, holen wir dann für die für meine Schwester. Und ich zeige euch dann natürlich auch alles, was wir mitnehmen. Ich nehme euch so ein bisschen live mit. So, hier habe ich meine Tasche. Da ist jetzt Portemonnaie, Mutterpass und ein paar Snacks für Lia drin. Und da kommen jetzt auch noch hier die Gutscheine mit rein. Und mein Handy natürlich. Und dann, ja, können wir los. So, meine Lieben, wir sind unterwegs, beziehungsweise im Auto. Wir wurden gerade etwas aufgehalten, denn es haben zwei Pakete auf uns gewartet. Und, tja, was soll ich sagen? Die mussten wir natürlich erstmal auspacken. Und unter anderem war da ein neuer Kinderwagen drin. Nämlich unser Buggy, wo wir schon die ganze Zeit drauf gewartet haben. Den zeige ich euch dann gleich, wenn wir da sind. Den haben wir jetzt nämlich auch direkt mitgenommen. Das ist natürlich total praktisch. Ich wollte nämlich eigentlich den großen Kinderwagen mitnehmen. Aber der ist mir manchmal ein bisschen zu sperrig. Erst recht, wenn ich jetzt nur kurz so einkaufen gehe. Und genau, deswegen ist das total praktisch, dass ich jetzt den Buggy habe endlich. Ich habe da jetzt 2 Wochen drauf gewartet. Weil die Post da wohl ein paar Probleme hatte. In der Sendungsverfolgung stand das immer, dass die eine Verzögerung hatten. So, viel habe ich nicht gefunden. Leider ist hier fast alles ausverkauft. Aber Lia hat ein paar Eier. Ja, hast du Eier? Mhm. Genau, jetzt können wir wieder rausgehen. Alles, was wir brauchen, haben wir. So, jetzt sind wir noch kurz bei Netto. 1-2 Sachen kaufen fürs Wochenende und dann geht es ab nach Hause. So, ich bin überall durch und ich muss jetzt erstmal was trinken, ey. Puh. Das macht mich echt fertig in der Schwangerschaft, so unter der Maske auch noch. Aber genau, bei Butni nicht so erfolgreich, weil irgendwie alles ausverkauft war. Feuchttücher, Wickelunterlagen, alles war ausverkauft. Und ja, Netto war auch irgendwie nicht so erfolgreich. Ist einfach nicht mein Laden. Ich bin einfach Rewe-Gänger. Aber der war jetzt nur mal hier nebenan. Deswegen bin ich da kurz reingehuscht. Aber jetzt geht's ab nach Hause.
haben wir auch noch ein bisschen was zu Hause zu tun. Eine Stunde waren wir jetzt unterwegs. Ja, ab nach Hause, ein kleines Snack, gerade ein bisschen was, was wir da gekauft haben. Wir haben auch noch so süße Eier hier mitgenommen. Die waren total teuer, aber ich fand die sehr süß. Und wir müssen ja auch mal ein bisschen osterlich dekorieren, deswegen, genau. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und ich habe jetzt noch den Rest des Abends genäht. Da ist auch einiges noch bei rumgekommen. Und jetzt seht ihr, es wird dunkel draußen. Wir haben 5:30 und nun beginnt die Abendroutine für Lia. Lia hat Hunger und deswegen mache ich ihr jetzt was zum Abendessen. Ich habe euch auf Instagram versprochen, dass ich euch eine Abendroutine aufnehme, denn endlich, seitdem wir abgestillt haben, haben wir eine Abendroutine und ich kann euch endlich mal unsere Abendroutine zeigen. Und dementsprechend ja, werde ich jetzt diesen Vlog hier beenden. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Und den Rest des Abends sozusagen seht ihr dann einfach in der Abendroutine. Das ist sozusagen ein Vlog nur in zwei Teilen. Genau, ich hoffe, euch hat er gefallen, wie gesagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!